So, okay. Beschränkt bist du? Nein. Beschränk dich mal auf 3 Stacks Magnete. Okay. Jetzt wieder los. Und dann kann ich hier richtig schön die Mauer gerade durchziehen. Die ganzen Türme, die hier sind, einfach umklappen und dahin stellen. Dann haben wir Unicomp in der Basis. Wir haben Charge Chunks in der Basis. Wir haben das Kohlefeld ganz knapp in der Basis. Ja. Was viel wichtiger ist, ist das Tin hier unten. Tin und Gold. Ah, es wird schick. Schick, 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 schick. Aber erstmal dahin kommen. Also töten, töten, töten. Ihr habt zu früh angegriffen. Lauf. Oh, 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 oh. Das war der letzte. Oh. Ein Hoch auf Topaz-Türme. So. Wie war's mit den Batterien? Jetzt nehmen wir bitte aus. Batterie raus, Batterie rein. Batterie raus, Batterie rein. Blaue Knubbeldinger werden gebaut. Loch, loch, loch. Ein bisschen Doom-Geräuschkulisse. Gut. Ja, ein Spawner in der Basis, das sollte ich schaffen. Und die da oben nehmen wir auch noch gleich mit, dann haben wir hier unsere Ruhe. Und dann bauen wir auch schön oben an der Nordmauer alle, keine Ahnung, 3 oder 4 von den Strommastposten ein Radar MK2 hin, damit wir über alle Neuerungen, was den Basenbau der Feinde angeht, aufgeklärt werden. Boah, weg. Ja, der hier wohl mal. Der Hitbox ist unmöglich. So, ganz, ganz viele schöne Alien-Artefakte. So, die großen. So, dich verlangsamen. Euch verlangsamen. Weg, weg. Ist da noch eine Basis? Oder wo kommt ihr gerade her? Oh. Piu, piu, piu. Oh Gott. Piu, 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 piu. Stirb. So. Element, Element. Und stell bitte her 90, also 900 plus Verdopplungsbonus lila Science Packs. Okay. Wie machen wir es jetzt? Ich hätte dann wahrscheinlich ganz gerne ein Roboport MK2 irgendwo hier hingestellt, der dann eine Mauer für mich baut. Haben wir da noch einen? So auf Tasche irgendwo? Wenn wir der hier. Roboport. Was? So. Nein. Das sind nicht die Roboports, die ich meine. Die hier. MK2 oder sogar MK3. Ja, schauen, was so da ist. Dann ein Blueprint von der Mauer. Und dann ein Blueprint von den Türmen. Ja, eigentlich komplett das ganze Ding. Es wird ein Mega-Blueprint. Und zwar so. Nee. Machen wir so. Oh, warte. Die Pfosten darf ich nicht vergessen. Geht das so vielleicht? Gucken, was er dazu sagt. Das dann knicken. Und hier überlappen. Dann meckert er, ne? Und das müsste außerdem dahin. Und das Ganze hier müsste erst abgerissen werden. Das ist jetzt ein wenig gefährlich. Das mache ich so nicht. Roboport habe ich keinen einzigen bekommen, ne? Nö. Okay, dann breche ich die mal ab und baue mal hier. Gib mir hin, gib mir hin, gib mir hin, gib mir hin.
den sage ich da. Ich hoffe, wir haben überhaupt noch irgendwas. Ich glaube, das wird nämlich gerade alles weiter farbelt zu irgendeinem anderen Medaille. Das Tin braucht, ja. Ah, nicht da. Gut. Bau bitte einen Robot MK2. Der hatte ja so schon eine recht große Reichweite. Also zigtausend Zwischenkomponenten. Und haben wir jetzt genug Sandmauern? Bestimmt nicht. Okay, ich husche noch kurz nach unten, hole eine Ladung. War es jetzt schon unten oder haben wir schon umgebaut? Ah, ist noch unten. Also, einmal ganz viel Sand holen, ganz viele Sandsäcke herstellen, ganz viele Mauern herstellen, damit dann die Roboter auch was haben. Dum, 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 dum. Sehr gut. Also was haben, was sie setzen können. Und dann baue ich einfach zuerst nur die Mauer, dann reiße ich die Mauer hier ab, dann reiße ich die Türme ab und dann sind genug Türme im System, damit sie von den anderen Robotern wieder aufgebaut werden können. Also, vorher noch Blueprint setzen, sonst ist das friemelig. So, du Sand. Genau. Mauern werden hergestellt, sehr gut. Ich habe 600 Mauern an. Achso, keine Mauern mehr anfordern. Die müssen jetzt irgendwo im System landen. Das heißt, mal wieder einen Blueprint zerstören. Und einen stinknormalen Sandmauer-Blueprint-Gedöns da klauen. So, den hätte ich gerne da. Und Roboport gucken, wie wir hier eine Abdeckung hinbekommen. Boah, das hat eine super Reichweite. Und das muss ja nur im gelben Bereich sein, ne? Also diesem gelb-grünlichen Äußeren da. Das heißt, dann würde ich hier hinsetzen. Na, schon fast drüben. So, blub. Dann mach bitte zip, 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 zip. Daran werde ich eine Weile hakeln, weil wir nur eine einzige Fabrik haben, die Mauern herstellt. Und bis hier wird das Ganze schon gehen. Ah, es ist echt viel Bauplatz, den wir gerade erschließen. Ich denke nicht, dass wir ihn nutzen werden. Aber die ganzen Ressourcen sind halt schick. So, dann hätte ich gerne noch eine Verbindung weiter nach hier. Und ich brauche einen zweiten Robot. Zack. Damit wir das dann auch da hinten aufbauen können, dass alles schön mit dem Hauptsystem verbunden ist. So, gedrückt halten. Blub. So. Zack, zack, zack. Und hier reicht das schon. Wenn ich hier den Roboter hinsetze, ist bis ganz hinten alles durch. Okay. Was mache ich jetzt in der Zwischenzeit? Also wir warten, dass die Roboter hier alles neu setzen. Ja, die Türme. Habe ich davon welche auf Vorrat? Oh, und genau, die Pfosten. Das könnte ich machen. Das altbewährte Muster, das hier noch Bestand hat. So, ne? Ja. Das Muster einmal durchziehen. Wobei, können wir auch wieder blueprinten. Bling. So, so. Nein. Nein, 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 nein. Gar nicht jetzt falsch bauen. So, und da bauen wir dann einfach alles, was wir so in Türmen finden können, schon mal hin. Dass die paar Mauerstücke, die da sind, Verteidigung haben. Es könnte jetzt eventuell ein bisschen was an Ressourcen kosten, wenn wir wirklich angegriffen werden. Und wir können uns nicht verteidigen, weil wir keine Munition haben. Aber irgendwie ja, dann haut das schon hin. Das ist schon okay. So. Ja, mach mal ein Blueprint. Einfach nur davon. Und setz die immer so hin. So. Und ich gehe jetzt einfach ein kleines Risiko rein, was soll's. Es wird schon nicht schlimm enden. Zack. Die Topaz-Türme sind immer noch da und die sind die stärkste Verteidigung überhaupt. Die wir so haben. Und wir können die Gegner immer noch in Richtung der anderen Türme locken. Das ist also okay. Abreißen bitte die Topaz-Türme waren hier unten ja gar nicht vorhanden. Die und die Mauer.
Die ist auch recht wichtig, dass die abgerissen wird, damit wir die gelben Mauern dann für oben haben. So, habt ihr jetzt ganz viel zu tun. Die Construction Bots. So, dann die Topaz-Türme würde ich dann auch ganz gerne schon mal hier hinsetzen, dass, falls Angriff kommt, gleich gepiu-piut werden kann. So. Der zweite Rohport ist fertig. Ja. Was machen die ganzen Construction Bots? Ah, jetzt kommen sie. Und bringen die... Oh, du bist gar nicht verbunden. Ah, das ist ein Problem. Okay, setz dich mal ganz schnell hier hin. Und bau noch einen. Ja, also er stand zwar da, aber nicht für Abdeckung gesorgt, weil er nicht per Strichlinie verbunden war mit den restlichen. Das wird sich jetzt schlagartig ändern und ich krieg ganz viel Zeug geliefert. Okay. Ja, sehr gut. Den kleinen Frisselrest dann noch weg. Gut. Und Verteidigung. Hallo. Piu, 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 piu. Das wird nicht hinkommen. Mit den Türmen, die hier im Westen waren, einfach umklappen nach da. Wir werden bei weitem nicht genug haben. Was sagst du? Oh, du könntest 35 bauen. Wird bloß eine halbe Stunde an Produktionskosten dauern oder so, aber es ginge. Warte mal, das können wir abkürzen, denke ich. Brech die mal alle ab. Und welche brauchst du jetzt genau? Du brauchst Blocked Battery Cells. Die werden wir wahrscheinlich nicht haben. Aber die Vorgängerdinger davon. Wo versteckt ihr euch jetzt? Mist. Ah, doch, da. Such mal nach den da und wenn du die nicht hast, dann nimm mal die Full Battery Cells. Und wenn du die nicht hast, dann die. Weil wir haben schon so oft diese Türme hergestellt, dass die Vorstufen von den Türmen, also die ganzen Subkomponenten, in verdoppelter Form irgendwo vorliegen müssten. Genau, die kommen jetzt alle schön angeflogen. Sehr gut. Und jetzt kannst du da schon mal anfangen. Oh, sehr gut. Oh, und Lasertürme hätte ich auch ganz gerne. Du weg. Stink. Achso. Sind jetzt wieder hier unten irgendwo versteckt. Da. Bronze, Ruby, was auch immer. Der Flickenteppich, der sich Verteidigung schimpft, wird auch immer weiter gebaut. Stromversorgung ist jetzt auch gewährleistet. Wir werden angegriffen, aber im Osten. Ah, okay. Kein Problem, kein Problem. Verteidigung, Verteidigung. Falsch. So, so. Okidoki. Und wir haben auch keine Angriffe jetzt gehabt, weil nur noch eine einzige Basis oben im Einzugsgebiet ist. Und die würde, wenn, dann so schräg angreifen in Richtung Mega-Smog-Konzentration hier. Gut. Also ein kalkuliertes Risiko, das aufgegangen ist. Sehr schön. Weil wenn jetzt Königinnen gekommen wären oder so und die wären direkt von Westen gekommen und hier reingebrochen, gerade wo wir die ganzen Türme abreißen, dann hätte es ein bisschen wehtun können. Aber oh, ich wollte nicht mehr wirklich warten. Wir haben recht häufig doch Wartephasen, wo wir eigentlich nur darauf warten, dass genug Ressourcen kommen oder die Forschung weit genug ist oder die Power-Armor endlich kommt oder was auch immer. Da will ich nicht noch künstlich irgendwas hervorrufen. Nur um auf 100%ig sicher zu gehen. Das ist ja auch schon langweilig. So, das heißt, das dort wird abgerissen. Die Lasertürme hier, die ich gerade baue, sollte ich auch irgendwie dem System zur Verfügung stellen. Also mach mal hier eine rote Kiste. Und tu da die rein. Daneben eine Lila-Kiste. In die Lila-Kiste kannst du die ganzen Leichen mal reinschmeißen. Nicht die Zahnräder, die Leichen. Und ein Ural-Construction-Bot, warum auch immer.
fordere mal Nickel, Silber und Gold an. Das heißt, die wieder weg. Du hättest gerne Gold und Silber und Nickel? Nee, Zink. Okay. Und Zink. So, wird doch gelacht, wenn wir nicht überall ein... Was? Zink fehlt. Ernsthaft? Was kommt da gerade an? Ah, da kommt Zink. Silver, Topaz, Laser, 3 Stück könnte ich nur bauen. Woran hapert's? An Stahl? Achso, weil die Türme gerade so viel fressen und ich nur 200 angefordert habe. Die werden mir jetzt gleich wieder angeliefert und dann passt es auch wieder. Stahl, 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 Stahl. Noch einer. Jo. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die Mauer ist fertig. Okay. Respekt, Roboter-Armee. Dann hätte ich gerne hier den nächsten Roboport. Diesmal auch per Strichellinie verbunden. Wieder Angriff im Osten. So, also hier irgendwo. Blieb. Da. Küste nähert sich langsam der Verteidigungslinie. Bis da hinten. Okay, wir brauchen noch einen Roboport. Ah ne, brauchen wir gar nicht. Der da unten ist noch nicht angeschlossen. Weil ich den Ticken zu hoch gebaut habe. So. Wir brauchen trotzdem einen Roboport. Okay, bau den nochmal hinten dran. So, die Türme kommen hier hin. Ich spiele übrigens langsam so ein bisschen mit dem Gedanken, die Version abzudaten. Weil ich hätte gern die Betonwüste. Ich hätte gern Roboport auf dem Rücken. Und diese Wegsortierslots und all sowas. Problem ist dann allerdings, dass ein paar Mods wegfallen und ich nicht weiß, wie stabil das mit der Karte ist. Naja, muss ich mich ein bisschen schlau machen. Oder falls ihr da Informationen habt, immer her damit. Weil Neuanfang ist für mich nicht. Es gibt noch viel zu viel hier im Modpack, was ich mir angucken möchte. Aber es wäre halt krass, wenn zu viel kaputt gehen würde. Wo ich gerade zu Hause bin, was möchte ich hier noch machen? Also ich wollte Strom weiter im Auge behalten. Aber es scheint okay zu sein. Eisen und Kupfer halten sich auch noch, sollten aber ebenfalls gebaut werden. Nö. Also ich werde die nächsten Folgen primär die Westerweiterung im Auge behalten. Und dann nach und nach hier unten die alle abreißen und umklappen. Was zu Problemen führen könnte, weil die Akkus werden ja komplett entladen, wenn sie abgerissen werden. Die werden ja nicht im gefüllten Zustand quasi mitgenommen. Ja, aber das sind Kleinigkeiten. Oh, wir brauchen auch Aug-Stations hier unterwegs, um das auch noch zu erweitern. Oder halt die Dinger mitnehmen. Ja, ich denke, ich werde mehr von denen bauen müssen. Den da. Und die auch im System zur Verfügung stellen. So wie euch. Und halt ihr noch mehr Türme? Nö, alles schon gebaut. Ja, ist ja nur ein Auftrag. Ja genau, die Sachen zur Verfügung stellen, damit das alles gebaut werden kann. Aber soweit sieht es ziemlich gut aus. Also ich bin zufrieden. Sowohl was Wirtschaft angeht, als auch was Kämpfen angeht. Oh, noch eine Sache für die To-Do-Liste für nächste Folge. Munition herstellen. Ist doch ein wenig unheimlich, nur mit einem Magazin von der Wumme da rumzulaufen. Also bis gleich.